Arbeit. In Buchenwald sind Zehntausende von Menschen gefoltert worden, Zehntausende sind dort gestorben und Buchenwald ist auch heute noch ein Ort, der einem kalt werden lässt, wenn man dort oben steht und der Wind pfeift und man sich vorstellt, dass dort die Häftlinge barfuß in die Lager getrieben wurden von der Bahnstation, dann kann einem das heute auch noch zum Schaudern bringen. Und in Buchenwald selbst ist die Gedenkstätte sehr breit zu besichtigen. Man muss weite Wege gehen, aber es sind Wege, wo man immer wieder neu ins Nachdenken gestoßen wird. Und was einem sehr wohltut, das ist zu sehen, dass sehr viele Schulklassen sich im Buchenwald befinden und dort auch sich mit dem Stoff intensiv beschäftigen. Und deswegen ist es ein Ort, der zu Weimar gehört, genauso wie die Weimarer Klassik. Vor uns ist das Torgebäude, das dann auf den Appellplatz führt. In dem Seitentrakt dieses Torgebäudes sind die Folterzellen. Einer, der dort gefoltert wurde, ist der Prediger von Buchenwald, so wurde er genannt, der Pfarrer Paul Schneider, der aus seiner Zelle heraus immer wieder Worte aus der Heiligen Schrift über den Appellplatz geschrien hat. Und er ist dann hier ja auch verstorben, an den Folterqualen erlegen. Und heute kann man die Zelle besichtigen. Man sieht dort auch immer Blumen, die dorthin gelegt werden. Es gibt auch andere bekannte Persönlichkeiten, die in diesem Torgebäude ihre letzten Lebensmonate verbracht haben, letzten Lebenstage. Und wir sehen sehr viele Schüler, die hier die Gedenkstätte besuchen. Und das ist ein gutes Zeichen, dass auch die nachfolgenden Generationen sich für diesen Schrecken interessieren, dass sie erfahren, was hier an Grausamkeiten alles passiert ist, damit sich so etwas nie wiederholt. Und in diesem Torgebäude sehen wir das Tor, jedem das Seine, das dort eingraviert ist. Die Schrifttype ist von einem Bauhausmeister, was den Nazis wohl nicht bekannt war. Insofern ein kleines Zeichen des Protestes auch in diesem Torgebäude. Und die Gedenkstätte Buchenwald, die hat die meisten Besucher aller Museen in Deutschland, aller Museen in Weimar. Und sehr viele ausländische Besucherinnen und Besucher. Und wir können auf dem Gelände selbst noch nachempfinden, wie kalt und abweisend es hier war, hier auf diesem Berg, wo ja auch ein kalter Wind oft pfeift. Und es war ein besonders gutes Zeichen, dass auch der amerikanische Präsident Barack Obama hier vor wenigen Monaten war und sich das Lager angeschaut hat und sich verneigt hat zum Gedenken an die vielen Verstorbenen hier. Wir sind jetzt hier auf dem Appellplatz, dem sogenannten Appellplatz, ehemaligen Appellplatz, und wir sehen auf das Krematorium. Rechts in dem Waldstück ist zu erahnen der sogenannte Zoo, der damals eingerichtet wurde für die Angehörigen der SS und ihre Familien. Und vor uns hier in der Erde eingelassen ist eine Gedenkplatte, die ein Kasseler Künstler hergestellt hat im Jahre 1995 zum 50. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald. Darin eingetragen sind die Nationen, die hier als Opfer in Buchenwald zu führen sind: Ägypter, Albaner, Algerier, Amerikaner, Andorraner, Argentinier, Armenier und Nomadi mit A zu nennen. Diese Bodenplatte hat eine Temperatur immer von 37 Grad. Das ist die Temperatur eines gesunden menschlichen Körpers und sie soll ein Zeichen für das Leben sein.
Ah, gibt's ja hier. Ah, gibt's ja hier.